Heyo zusammen, willkommen auf Wikiotakus. Es ist so hell, ich sehe gar nichts. Heute wollte ich mit euch mal wieder so einen kleinen Laber-Vlog machen und es ist Anfang April und ich merke schon so ein bisschen, so ganz langsam, fing meine Pollenallergie wieder an und es kratzt ein bisschen in der Nase, aber nichtsdestotrotz geht's weiter. Und ja, heute wollte ich mit euch mal so ein bisschen über Conventions reden. Cons, Anime- und Manga-Cons. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht mitbekommen habt, auf der Animex-Seite kann man so sehen, wo überall in Deutschland sowas stattfindet, das ganze Jahr über. Und da fällt schnell auf, irgendwie die meisten Cons und größeren Cons auch sind in NRW, dicht gefolgt von Hessen. Und ja, die jetzt erst neu dabei sind, wissen es nicht, dass ich vielleicht aus Bayern komme. Und hier ist wirklich kaum was geboten. Und in den ganzen anderen Bundesländern, wie Niedersachsen, etc., ist auch nicht so viel. Und meiner Meinung nach Berlin, dafür, dass es eigentlich auch groß ist, auch nicht so. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Da wollte ich auch gerne mal so ein paar Fragen an meine Community richten. Interessiert ihr euch für Cons? Ich meine, nur weil man Anime-Manga-Fan ist, heißt es ja nicht automatisch, dass man auch dafür Interesse hat. Aber viele haben es eben. Und da würde ich gerne mal wissen, ob ihr Cons besucht und wenn ja, welche. Woher ihr kommt am besten, aus welchem Bundesland. Was euch auf Cons am meisten interessiert? Ich meine, es wird ja viel geboten, so die Show-Acts. Oder schnuppert ihr einfach ein bisschen durch? Oder seid ihr selbst Cosplayer und geht hauptsächlich dorthin, um eure Freunde zu treffen und Fotos zu machen? Oder eben Videos? Oder ist ein ganz anderer Gedanke dabei, dass ihr zum Beispiel Merchandise kaufen wollt oder Fragen an die Publisher richtet? Die Publisher sind ja auch, sage ich jetzt mal, hauptsächlich bei größeren Events dabei, wie bei der Dokumi beispielsweise, die jetzt ja auch wieder in knapp 3 Wochen stattfindet in Düsseldorf. Da bin ich übrigens auch da. Bei mir ist es so eine Mischung. Was ich natürlich ganz cool finde, ist natürlich so Fotos und Videos überhaupt mal von dem ganzen Gelände zu machen, von den Cosplayern, von allem, was so geboten wird. Was mich auch interessiert, aber das ist dann vor allem bei so Buchmessen. Bei der Frankfurter Buchmesse, da fand ich es am meisten interessant, was so die Publisher zu sagen haben, was es so Neues gibt. Jetzt bei der Dokumi oder dem Cosday finde ich es eher die Cosplayer und alles drumherum interessanter. Und ja, so die Show-Acts auch so ein bisschen. Egal ob jetzt im Musikbereich oder ob berühmte Cosplayer kommen. Ja, so ein Highlight finde ich ist auch der Japan-Tag. Der ist jetzt auch wieder bald, ein bisschen mehr als in einem Monat. Allerdings finde ich, ist es da ein bisschen sehr überladen. Aber das ist ja auch keine normale Con. Ja. Eigentlich wollte ich mit diesem Video gar nicht so viel mehr erfahren und wollte in einem anderen Video das Thema genauer thematisieren. Aber dazu erst mal wissen, eben, besucht ihr Cons? Wenn ja, welche? Was interessiert euch dort? Oder weswegen geht ihr dorthin? Sind welche nahe bei euch und aus welchem Bundesland kommt ihr? Ja, war eigentlich so das die Hauptaussage in diesem Video, deswegen wäre es echt gut, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wo ihr die Sachen beantwortet und dann mache ich noch ein größeres Con-Video. Aber so zum Einstieg wäre das Ganze mal interessant. Ich hoffe, ich habe aufgenommen, ich sehe nichts, die Sonne blendet so krass und der Bildschirm spiegelt wie Sau. Aber damit war es das, bis zum nächsten Mal.